Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, heute auch mal wieder ein Tag ohne Textinspiration, also zumindest ohne eine feste. Eine Erzengel Gabriel-Tagesbotschaft gibt es heute nicht. Aber ich habe heute den Text zu Om Namah Shivaya vorgelesen vom Lichtwelt Verlag. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass der Lichtwelt Verlag und Jan Johannes Kassel so ein bisschen scheinbar eine strengere Spiritualität fahren. Ja? Wenn man sich das anhört, dass wir unser Schicksal in die Hände Gottes legen und dass dort auch unser Schicksal hingehört, wenn wir die Herausforderungen dieser Zeit meistern wollen, ja, dann hört es sich schon sehr fügsam an oder als ob man sich eben einem größeren Wesen unterordnen sollte. Also das klingt schon so ein bisschen nach Religion, ja? Aber meine Inspiration war eben, wenn ihr euch auch schon ein bisschen länger jetzt mit den Podcasts beschäftigt und mit den Texten, dann wird ja immer von Fluss gesprochen, ja? Und wenn man sich in den Fluss begibt, dann ist es genau das Gleiche. Es hört sich nur einfach sanfter an, sich in den Fluss zu begeben, ja? Das ist genau das Gleiche, wie sich in die Hände Gottes zu begeben. Ja, bei uns entstehen nur unterschiedliche Bilder, weil wir eben religiös geprägt sind. Und das eine hört sich gleich ein bisschen komisch an, während das andere, ja, sich in den Fluss begeben, da hat man scheinbar noch etwas mehr die Kontrolle, ja. Oder halt so ein bisschen, ja. Weil der Fluss macht ja dann auch mit einem, was er will, weil er einfach fließt, ja. Und da hat er eine Stromschnelle und da wird es wieder langsamer, vielleicht ganz ruhig mal, ja, bis dann irgendwann sogar ein Wasserfall kommt und so weiter und so fort, ja. Das hört sich aber irgendwie schöner an, ja, als dieses, ja, ihr müsst euer Leben Gott widmen, ja, so ein bisschen kommt es ja so rüber, ja. Und das mag auch vielleicht ein bisschen so gemeint sein. Ich habe ja in dem Zusammenhang auch schon mal einen Podcast gemacht und euch ein Video vorgeschlagen von einem Medium, das eben dann gerade Saint-Germain channelt, der erklärt durch das Medium, warum manche einfach diese Strenge brauchen. Ja? Die wollen das so. Und manche wollen eher diese Leichtigkeit und diesen Witz und diesen Spaß. Und das sind einfach zwei Umschreibungen, ja, zwei menschliche, weltliche, verstandesgeprägte Umschreibungen der gleichen Sache. Das ist zumindest aus meiner Sicht so. Ja. Vielleicht wollen ja manche Menschen lieber etwas mehr geführt werden, ja, und wollen selbst einfach die Kontrolle abgeben, weil sie auch so nach dem Motto keine Lust mehr haben oder keine Kraft mehr haben, selbst mitzumischen. Und wenn selbst mitmischen, ja, bedeutet, dass man sein Ego da mitwirken lässt, dann geht es wahrscheinlich auch nicht gut, weil man dann immer mit dem Verstand versucht, die Dinge zu verstehen und zu kontrollieren, und das geht bei Spiritualität einfach so nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Und Religionen versuchen das. Deswegen werden da Bücher geschrieben und Regeln aufgestellt. Und ja, das ist relativ genau und strikt. Und ja, aber das ist ja nur der verzweifelte Versuch der Menschheit, Spiritualität zu organisieren. Ja? Und wir haben manchmal großartige Organisationstalente und manchmal eher nicht. Und dann kann man das natürlich missbrauchen, ja? Wie in jeder Sekte, weil sobald man Sekte sagt, ja, da weiß jeder, oh, jetzt wird es schwierig. Ja? Aber das sind alles Glaubensgemeinschaften und die katholische Kirche per se ist eine Sekte, ja. Da sitzt sogar einer in Rom, der das Oberhaupt der Sekte ist. Ja? Und alles läuft da auch nicht richtig gut ab. Ja? Also, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Also, ich möchte natürlich auch nicht über die Spiritualität von anderen Menschen urteilen, ja? Die sich vielleicht noch wirklich in der Religion sehen. Und da gibt es bestimmt wunderbare Möglichkeiten und ganz tolle Nischen. Und schade ist natürlich, wenn man auch nicht sieht, wie viel Manipulation darin ist. Man kann sich nämlich schon innerhalb einer Religion auch so ein bisschen, aus meiner Sicht, sein eigenes Süppchen kochen. Das hört sich jetzt wieder negativ an, aber ich meine es sehr positiv, sodass man sich wirklich, obwohl man sich vielleicht wirklich als Christ bezeichnet
und sich auch als katholischer Christ sieht, kann man ja doch immer noch erkennen, dass das sehr menschlich geprägt ist, ja? Und dass Gott vielleicht doch eine andere Meinung hat, ja? Und letztendlich muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ja, auch wenn zum Beispiel jetzt römisch-katholisch oder grundsätzlich, ja, das Christentum auf der Bibel beruht, dann zeigt mir mal die Stelle, wo Jesus gesagt hätte, ist eine gute Idee übrigens, wir sollten eine riesengroße Glaubensgemeinschaft gründen und ein Oberhaupt wählen und wir sollten Häuser bauen, ja, wo wir uns treffen können und das sollte am besten auf der ganzen Welt gehen, ja, und so weiter und so fort, ja. Also im Namen der Religionen sind natürlich auch viel, ja, Unfug kann man es gar nicht mehr nennen, weil das waren schon wirklich ganz grausame Taten und wirklich, ja, die wurden zwar vielleicht im Heimatland heroisch gefeiert, ja, die Kreuzritter, die ausziehen, um das gelobte Land zu retten von den Heiden. Und ja, auch diese ganzen Geschichten, dass die losgezogen sind, um zu missionieren, ja, um den Glauben an die Ungläubigen zu bringen, also das ist unfassbar, ja. Da müssen wir übrigens auch aufpassen, dass wir das nicht auch machen, ja. Mit dem, was wir alles glauben zu wissen, das sollten wir nämlich tunlichst vermeiden, anderen Menschen unseren Glauben aufdrücken zu wollen, ja. Es gibt natürlich immer wieder Gelegenheiten, wo man das auch mal sagen kann. Man muss ja nicht den anderen missionieren und deswegen seinen Glauben verheimlichen. Das ist ja nicht das Gleiche, ja. Man darf seinen Glauben leben, man darf auch darüber sprechen, aber man sollte halt nicht sagen, ja, probier das doch auch mal, sei doch auch mal so und so, ja, versuch's doch mal, komm mal bei uns vorbei. Ja, das ist natürlich im Mittelalter ein bisschen anders abgelaufen, ja, das komm mal bei uns vorbei, ja. Also das, ja, und das ist halt wieder Machtmissbrauch. Die Kirche hatte halt auch so viel Geld, das war halt eine der ersten weltweiten großen Organisationen, ja, die so viel Macht hatte, die auch politische Macht hatte, ja, unfassbar. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Wir haben uns aber irgendwie immer organisiert, ja. Und immer wenn ich über meine Spiritualität spreche, dann ist es mir einerseits ganz wichtig, den Menschen die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, ich bin in keiner Organisation, ja? Ich muss nirgendwo Mitgliedsbeitrag bezahlen und ich gehe auch nirgendwo hin, ja, zu Treffen oder so, ja. Und ja, dann ist es ganz schnell vorbei mit dem Vorurteil, dass das, was ich da sage oder an was ich glaube, das muss ja im Prinzip aus einer Sekte entstehen. Ja? Also im Prinzip müsste ich ja Mitglied einer Sekte sein, wenn ich solche Sachen von mir gebe. Aber das ist halt so nicht, ja. Und wenn die Menschen das checken, dann sind sie auch ziemlich froh. Also mein Papa und meine Familie war ziemlich froh, weil sie ja gemerkt haben, gut, sie müssen sich nicht Sorgen machen, dass ich demnächst nach Indien abhaue und irgendeinem Guru hinterherlaufe. Ja. Das war so ihre Vorstellung, ja, von dem, was da passieren könnte, wenn der jetzt einfach, ja, immer spiritueller wird und vor allem nicht, ja, einzuordnen ist in diese klassische Spiritualität, die von Religionen eben, ja, geprägt ist. Und dann kommt diese Sektenangst. Ja. Und jetzt hört euch nochmal diese beiden Aussagen an, ja. Du musst dein Leben Gott widmen, ja, um spirituell wachsen zu können. Du musst dich dem Fluss hingeben und loslassen, um spirituell zu wachsen. Ja, das hört sich für uns komplett unterschiedlich an. Und zwar genau wegen dem Vorurteil, ja, man müsste jemandem folgen und dann hat man diese Regeln und es ist strikt und wehe, man macht etwas anderes, ja. Dann kommt die Bestrafung und das andere hört sich natürlich an, ja. Also dieser Fluss, habe ich auch beim Schneiden gemerkt. Ich habe ständig das Wort nicht verwendet, aber das ist genau das. Das hört sich so natürlich an. Ja? Und das Natürlichste auf der Welt ist Gott. Das ist nicht das, was wir früher erzählt bekommen haben. Ja? Und genauso wenig wie das Christkind zu Weihnachten hier Geschenke verteilt. Ja? Da streiten sich ja eigentlich der Weihnachtsmann und das Christkind. Wer darf hier rein? Ja. Wer muss durch den Kamin und wer kann durch Türen gehen und so weiter und so fort, ja. Ja, und das ist natürlich auch schade, das müsst ihr euch mal überlegen, wie krass das ist, dass
die wichtigste spirituelle Lehre oder Erfahrung der Kinder und die schönste eigentlich auch, ja, sage ich mal jetzt im Westen dieses Weihnachtsfest. Das gibt es ja überall, ja, dass die Spiritualität auch geprägt ist von Geschenken, ja, und von Gaben. Und egal, was man jetzt da feiert, ja, und wann man es feiert. Aber diese Lüge, die fliegt irgendwann auf, ja. Irgendwann stellt man fest, ja, meine Geschenke, die werden ja von Mama und Papa gekauft, ja. Da kommt auch niemand, ja, um dann hier lustige Sachen zu machen. Das ist natürlich witzig auch für die Erwachsenen, ja. Ich meine, ein bisschen verarschen sie halt ihre Kinder und es ist halt einfach total lustig, ja, dass die Kids da so leichtgläubig sind. Aber es ist halt ein gefährliches Terrain, ja. Zerstört man nicht irgendwie dann zum ersten Mal ganz fest den Glauben an überhaupt Spiritualität und den Glauben an etwas Höheres, dass es wirklich Magie gibt und auch den Glauben an die Aussagen der Eltern. Ja, da wird ja das Vertrauen zutiefst verletzt, ja, weil diese Lüge wird ja auch ausgeschmückt, ja, vielleicht kommt sogar dann mal der Nikolaus vorbei und das ist dann der Onkel, ja, und natürlich checken die Kinder auch ein bisschen was, ja. Und das ist auch so ein fließender Übergang. Es gibt vielleicht sicher ein paar Kinder, die dann so ein Schockerlebnis haben, ja. Aber viele hören dann zum ersten Mal in der Schule vielleicht davon, ja, das ist aber, den gibt's gar nicht, den Weihnachtsmann zum Beispiel, ja. Und dann haben sie es schon mal gehört. Glauben es noch, aber zumindest haben sie schon mal eine zweite Information. Und das verschiebt schon so ein bisschen diese Geschichte, ja. Also auf einmal ist es möglich, dass es das nicht gibt, ja. Aber im Endeffekt, ja, ist das zum ersten Mal, dass die reale Welt die Spiritualität zerstört und sie negiert. Und dieses Wunderbare, dieses Magische, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, wie magisch das wäre, wenn wirklich niemand zu Weihnachten einkaufen gehen würde, sondern wirklich ein höheres Wesen sich die Mühe machen würde, ja, am Nordpol zum Beispiel, ist ja diese Weihnachtsmann-Geschichte, ja, die noch gar nicht so alt ist, abgesehen davon, aber nehmen wir die mal, ja, weil viele Weihnachtsfilme werden ja auch so gemacht. Die haben dann da eine Fabrik und stellen Spielzeug her, ja. Und dann gibt's Listen mit guten, lieben, braven Kindern und den anderen, ja, die dann Kohle geschenkt bekommen. Aber viele Kinder wollen, glaube ich, in so einer Welt leben. Die wollen einfach diesen Planeten als magisch anerkennen und sehen. Und dann leben diese 3D-Menschen eine ganz andere Realität, ja. Und der Glaube findet nur in irgendeinem Haus statt. Und wenn man da wieder rausgeht, dann redet auch kaum mehr jemand darüber, ja? Also tiefgläubige Menschen, die ihre Spiritualität auch über den Kirchgang hinaus leben, die gibt es ja kaum, ja. Ich meine, wir leben eben in dieser Ellbogengesellschaft, wo es um Geld geht, um Geld verdienen, ja, und der Glaube allein zu Gott, ja, der scheint ja nicht zu helfen, sondern es heißt ja auch immer, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ja, als ob dir Gott nur unter dieser Bedingung helfen würde, ja. Was richtig ist, dass der Gott in dir dir hilft, ja, das ist das Richtige, aber das sagt ja keiner. Das, so funktioniert ja Religion nicht. Religion funktioniert ja nur, wenn eine Gottheit außerhalb von dir ist. Dann kann man das organisieren. Wenn Religion sagt, Gott ist in dir, wird es schwieriger. Der Buddhismus ist da am nächsten dran eigentlich, ja. Und dennoch gibt es halt diese Weisen, ja, und die Geschichte mit den Wiedergeburten von den Lamas und so weiter und so fort. Also, und da gibt es auch wirklich dramatische Geschichten, ja, über Reinkarnation. Also ich will das überhaupt nicht negieren. Also Reinkarnation ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Erderfahrung. Also wenn man das versteht, dann versteht man auch, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum es oft schwierig ist auf der Welt und warum das dann nicht so unfair ist, wenn man hier mehrmals herkommen kann und warum es dann logisch ist, dass man nicht nur eine Erfahrung machen will und nicht nur ein schönes Leben führen will, sondern mein Beispiel ist immer, wenn man unendlich Sims spielen könnte, dann würde man nicht nur den erfolgreichen Sänger spielen oder was auch immer man da erleben kann, sondern da gibt es auch Menschen, also ich weiß nicht, ob ihr Sims kennt, ja, das ist so ein im Prinzip Computerspiel, mit dem man ja Figuren steuern kann und
man muss sich ein bisschen um sie kümmern. Also man kann auch quasi in der Küche, wenn man nicht putzt oder aufräumt, dann kann man auch einfach feststellen, dass dann alles versüfft dort und dann unser Charakter zum Beispiel auch auf einmal dick wird und faul wird und noch fernschaut und träge wird und nicht mehr aus dem Haus geht. Weil man muss ein paar Sachen machen, dann machen die auch gute Dinge sozusagen, ja, in Anführungsstrichen. Und meine Stiefkinder haben das ganz gerne gespielt, aber du würdest halt eben nicht nur einmal dieses erfolgreiche Leben spielen, ja. Ich glaube, du musst sogar in manchen Situationen auf Toilette gehen. Wenn du es nicht machst, passiert auch was. Also, es ist auch sehr witzig gemacht, ja, letztendlich. Und dennoch, ja, wenn man das einfach mal überträgt, dann würde man sagen, ja, man würde ja nicht immer das Gleiche spielen wollen. Das ist ja langweilig, ja. Man möchte ja einfach verschiedene Sachen ausprobieren, wenn man schon durch dieses Spiel verschiedene Leben leben kann. Und genau das ist ja letztendlich Reinkarnation. Und jede Religion, die das nicht an Bord hat, der fehlt ein riesengroßes Stück Wahrheit. Ja? Aber das auch wieder nur aus meiner Sicht so. Ja? Ich finde es logisch, obwohl ich gestern ja auch erst gesagt habe, ja, nur weil der Verstand sagt, das hört sich klug und logisch an, heißt es nur lange nicht, dass es wahr ist. Aber wenn man akzeptiert, dass all diese verschiedenen Ausdrucksformen von Spiritualität im Prinzip letztendlich die Suche nach Gott sind, die Suche nach einer höheren Wahrheit, dann kann man damit gut seinen Frieden machen, finde ich, ja. Und man muss niemandem vorwerfen, dass er an das und das glaubt, ja, weil da so viel Manipulation drin steckt, ja. Und ich meine, dann sind wir beim Thema New Age, ja, es haben sich manche gewundert, warum ich diesen Text vorgelesen habe. Ich fand ihn gut, ja, er war natürlich ein bisschen buddhistisch geprägt, ist auch klar, ja. Da hat jemandem die Ernsthaftigkeit im New Age gefehlt, die aber nur fehlt, wenn man den New Age missbraucht, für seine Zwecke, sage ich mal, ja. Das steckt nämlich gar nicht so sehr drin. Und mit New Age ist ja wortwörtlich ein neues Zeitalter gemeint, ja. Eine neue Art Spiritualität zu leben, das ist per se gar nicht schlecht, ja. Sie wird nur negativ ausgelebt und die negativen Punkte, die aufgezählt worden sind, ja, die sind alle wahr. Da kommt man auch nicht dran vorbei, ja. Das ist auch eine Tatsache, ja. Und ich bin aber niemand, der sehr darauf schimpft. Ich finde es nur schwierig, wenn zum Beispiel Menschen, die ich auch schon kennengelernt habe, ja, alle zwei Wochen zu ihrem Medium rennen, ja. Und um dann zu erfahren, wie sie weitermachen sollen, ja. Ich selbst zum Beispiel, ich war jetzt, glaube ich, 4-5 Mal, seit ich erwacht bin, bei einem Medium. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Und am Anfang ein bisschen öfter und dann weniger oft, ja. 2014 oder 15 war ich nochmal, dann war ich nochmal 2018. Und davor eben noch irgendwann mal dreimal. Also 2008 war ich auch mal und ich glaube auch 2007. Ja, das war so quasi das schnell hintereinander. Aber es ist halt schon interessant und spannend. Man sollte nur aufpassen, dass man sich davon nicht abhängig macht, sondern dass man einfach mal ja, einen anderen Eindruck bekommt und einen anderen Blickwinkel. Ja. Und natürlich ja, wäre es gut, wenn man dem Medium 100% vertrauen könnte, aber das solltet ihr eigentlich gar nicht, ja. Sondern einfach gucken, wie sich das für euch anfühlt und dann habt ihr einfach ja, eine alternative Wahrheit für euch, für die ihr euch vielleicht mehr interessieren könntet und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Aha-Erlebnis. Also für mich war es schon entscheidend, ein Satz hat sich so geprägt in mir, dass vieles jetzt bei mir nicht funktioniert, das war eben so 2014, 2015, ich weiß nicht mehr genau, wann ich da war, als ich dann gemerkt habe, jetzt bin ich voll in der Flaute, ja, also im Prinzip die Texte von Erzengel Gabriel, die zielten sehr auf diese Flaute von damals ab, die habe ich schon längst bewältigt und ich bin in einem angenehmen Fluss, bei manchen Themen hakt es noch manchmal und manchmal geht es dann ruckartig weiter, aber das ist wirklich von Feld zu Feld unterschiedlich und insgesamt fließt es aber schön, ja. Und mir wurde aber gesagt, dass der Macher in mir ein bisschen ausgebremst werden muss. Und weil ich wirklich dazu neige, wenn ich mich für etwas begeistere, dass ich dann auch wirklich ganz hart aufschlage. Ja? Also ich arbeite dann schon sehr genau, ja, und sehr sorgfältig. Und das wurde uns ja nochmal erklärt von Erzengel Gabriel, dass diese Leichtigkeit auch viel mit Sorgfalt zu tun hat.
und eben nichts mit Faulheit oder mit Schlampigkeit, wa? Man darf eben auch in Leichtigkeit sorgfältig sein, wenn es dran ist, ja, wenn es einem gefällt, das Thema, ja. Ich mag zum Beispiel Statistiken, in Spielen zum Beispiel auch mag ich Statistiken. Ich habe mich immer ein bisschen dafür interessiert. Wenn ich halt was auschecke, dann richtig. Aber auch nur dann, wenn es mich wirklich interessiert, ja. Wenn ich dann merke, ja gut, da gibt es noch ein anderes Thema, aber das interessiert mich nicht, dann, ja, dann halt nicht, ja. Bei der Musik ist es auch so. Ich habe mich für Musiktheorie kaum interessiert. Ich musste es natürlich unterrichten, ja. Und CGDAE, HFIS oder GES, DES als SBF, also der Quintenzirkel, der kommt bei mir immer noch raus, wie aus der Pistole geschossen, ja. Aber ich habe ihn nie verwendet. So. Der macht deswegen Sinn, weil man relativ schnell die Tonarten wechseln kann und weiß dann, wie die Tonleitern aufgebaut sind, weil ja nur wenige Änderungen dann eine neue Tonleiter ergeben. Ja? Und aber das interessiert mich gar nicht, weil ich eigentlich auch interessanterweise auch in dem Channeling gehört habe. Also einmal habe ich gehört, dass ich den Macher in mir ein bisschen ausbremsen sollte oder besser gesagt, dass das Universum mich extra ausbremst, damit ich einfach nicht so ins Machen komme. Ja, weil dieser Macher in mir eben dafür sorgt, dass ich zu wenig Auszeiten habe. Und in diesen Auszeiten, das sind ja die größten Wachstumsphasen. Ja, man kriegt das nur nicht so mit, ja, weil einem im schlimmsten Fall langweilig ist. Ja, ist mir nicht, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und das nächste war eben, dass ich Musik, dass ich mal alles aufgeben sollte, was ich glaube, über Musik zu wissen. Und einfach nur mal probieren, ja, was Neues zu machen. Ja? Und nicht eben im Verstand zu sein. Weil man ja bestimmte Dinge weiß, die, wie sie funktionieren und dass die funktionieren. Ja? Man könnte auch mit ganz bestimmten Harmonieabfolgen versuchen, einen Hit zu erzwingen, sozusagen. Ja? Aber gut, das, die Gefahr war bei mir nicht groß, aber dennoch hat es eine gewisse Erleichterung ausgelöst, weil ich gewusst habe, gut, der Weg des intuitiven Musikers wird ja unterstützt. Ja? Das habe ich nochmal bestätigt bekommen, dass das eigentlich ein guter Weg ist, auf dem ich bin. Und ja, Musiktheorie interessiert mich nicht in dem Maße. Und natürlich ist sie manchmal hilfreich, ja? Das will ich überhaupt nicht negieren. Ich finde es spannender, wenn ich wirklich nicht weiß, wie all die Welthits funktionieren und ganz wenig nachgespielt habe. Und dadurch wirklich meine eigenen Sachen machen kann, weil ich frei davon bin, ja, von diesem Wissen, von ganz vielen bekannten Chord-Changes und Arrangements und so weiter und so fort. Also es kamen immer wieder so ein paar Punkte in den Channelings, wo ich echt sage, gut, das ist etwas, wo ich mal genauer hinschauen kann. Ja. Und die anderen Sachen haben mich dann halt nicht so interessiert. Ja. Auch ein guter Tipp war, dass ich etwas machen soll, das fand ich sehr spannend, wo ich im Prinzip vergesse zu essen und zu trinken, ja, also wo man wirklich so begeistert ist, dass man ja, so sein Real Life ein bisschen vergisst, ja. Ich war natürlich in der Situation, wo ich das vergessen durfte, weil letztendlich ging es nur um mich, ja. Ist ein bisschen blöd, wenn du vergisst, deinen Kindern was zu essen zuzubereiten, wenn das der Deal ist, ja. Wenn sie noch klein sind, sollte das der Deal sein, ja. Wenn sie Jugendliche sind und Erwachsene sind, dann könnt ihr auch mit denen euch verabreden und sagen, nö, also, du darfst auch gerne mal kochen hier oder du kannst auch für dich selbst kochen, ja. Wenn die Zeiten nicht angenehm sind, weil die Familie ist oder so, ja. Weil die Kinder ja mit, in Anführungsstrichen Kinder, ja mit 14 erwachsen sind, wie wir aus der Spiritualität wissen, wenn wir das glauben, ja, immer wieder aufpassen. Aber ich sage das jetzt nicht so oft, weil das ist wirklich immer ganz wichtig zu wissen und zu bemerken, das ist mein persönlicher Ausdruck hier, das sind meine Wahrheiten, das müssen nicht eure sein und die müssen noch nicht mal richtig sein. Ja. Ich versuche euch da ein bisschen mitzunehmen und ihr könnt euch dran reiben auch und sagen, ja, das sehe ich aber ganz anders. Und das ist gut, also ich finde es sehr gut, weil ihr dadurch auch merkt, was in euch wirkt, welche Glaubenssätze in euch wirken. Ja? Und die müssen eben nicht mit meinen übereinstimmen, über Spiritualität, weil letztendlich sind es auch Glaubenssätze. Ja? Irgendwas glaubt man irgendwann mal. Ja? Es ist sogar gar nicht ganz unwichtig. Also ich wache nicht jeden Morgen auf und denke mir, ah, vielleicht gibt es gar keine Engel. Das ist jetzt nicht so, wie meine Spiritualität funktioniert. Ja? Und dennoch gab es Momente, ja, in denen ich gezweifelt habe. Und die sind auch gut. Ist auch wichtig. Ja, ja gut, ihr Lieben. Ja, dann ab Montag gibt es erstmal keinen Podcast. Das heißt, ich mache morgen nochmal einen.
Und dann gibt es erstmal keinen. Ich muss auch gucken, wie ich Texte veröffentliche. Also ein paar wird es geben. Aber ich möchte wirklich auch die Zeit mit meinem Besuch genießen. Und da gehen wir übrigens auch zu einem Medium. Ja, haben wir einen Termin ausgemacht für meine Freundin, weil sie bei sich halt niemanden kennt, der da einigermaßen seriös ist. Also nicht, dass es da keinen geben würde, aber sie kennt halt niemanden. Und ich weiß halt hier auch über ein paar Tipps, kenne ich halt hier eben eine Dame, die das ganz gut macht. Ach so, ich soll ja dann Kontakt herstellen. Da gab es eine E-Mail. Leute, ihr müsst mich echt entschuldigen. Ich bin momentan wirklich in einem anderen Projekt so involviert. Und dann gibt es die Handpen in meinem Leben. Und deswegen bin ich momentan ganz schlecht bei E-Mail-Beantwortung. Ja. Verzeiht mir, es kann wirklich sein, dass ich das noch nachhole. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr mir nochmal eine E-Mail schreiben müsst, damit ich nochmal erinnert werde. Und seid mir bitte nicht böse. Es ist nicht böse gemeint, es ist wirklich viel. Und wenn ihr dann mal 2-3 Tage nicht in die E-Mails reinschaut und ihr habt dann 20 neue E-Mails, schaffe ich es nur drüber zu gucken, das schaffe ich eigentlich immer. Ich schaue mir wirklich alles an und ich lese es auch quer, aber ich schaffe es dann nicht zu antworten. Und wenn ich dann wirklich 1-2 Wochen nicht antworte, dann wird es blöd. Ja. Na gut, ihr Lieben, ja, ich würde sagen, wir haben es mal wieder für heute. Ich habe natürlich das Thema nicht fertig besprochen. Ich habe auch für morgen noch was offen gelassen. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen näher auf die New Age-Geschichte ein. Ich finde es sehr spannend, ja, dieses Vorurteil auch gegen offene Spiritualität. Und vielleicht gehe ich es auch mal Punkt für Punkt durch, was dort besprochen worden ist, weil ich es nämlich wirklich sehr richtig finde. Und ich fand es auch sehr vorsichtig und sehr schön formuliert, sodass eben niemand verletzt wird, der sich da auch wohlfühlt. In der Mac-Spiritualität, wie sie es genannt hat. Genau, ja. Ich sehe mich da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich eben auch nicht auf diesen Konsum reingefallen bin, der dort eben stattfindet. Ich finde, das ist so das negativste Beispiel oder besser gesagt, das ist die negativste Prägung des New Age, ja. Der New Age-Laden, ja, wo man alles kaufen kann für jede Situation, ja. Und wenn man mal anfängt da, denkt man ja auch, es wäre wichtig. Da macht man sich abhängig von diesen äußeren Dingen und das hat eben nichts mit Spiritualität zu tun. Letztendlich sollen diese Hilfsmittel dich nach innen führen und nicht umgekehrt. Ja? Eigentlich habe ich jetzt schon zu viel verraten, weil darüber will ich eigentlich morgen sprechen. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Wuhu. Yippie.